Sonne lacht in der Darmstädter Orangerie. Gemeinsam mit Jonathan Heimes freuen wir uns über den ersten Frühlingstag. Noch mehr freuen wir uns aber auf das Gespräch mit dem 24-Jährigen, einem Kämpfer vor dem Herrn, der trotz seines langen Leidensweges nie aufgibt. Man muss es eigentlich so ganz einfach sehen. Also du hast eine Krankheit und du hast eine schwere Krankheit. Und jetzt kannst du dich verstecken, jetzt kannst du in die Ecke gehen und heulen. Es bringt nichts. Oder du kannst aufstehen und du kannst es wenigstens versuchen, was zu machen, was zu verbessern. Verbessern und kämpfen, das macht Jonathan Heimes schon sein ganzes Leben lang. Seit 10 Jahren gegen den Krebs und früher in seinem ersten Leben auf dem Tennisplatz. Mit 12 Jahren wird er Hessenmeister, ist einer der Besten seiner Altersklasse. Trainiert gemeinsam mit Andrea Petkovic. Sie sind die größten Talente des Darmstädter TEC seit Jahrzehnten. Sport war eigentlich mein Leben, kann man echt sagen. Weil ich hatte Schule, danach 3 Stunden Leistungstraining. Dann komme ich nach Hause, ein bisschen Computer, spiele ein bisschen Hausaufgaben. Dann geht's wieder ins Bett. Und so war eigentlich immer der Tagesablauf. Es gab für mich immer nur Sport, Sport, Sport eigentlich. Doch dann werden plötzlich seine Augen schlechter. Erst später weiß er, er hat alles doppelt gesehen. Er hat starke Kopfschmerzen, ist immer müder und verliert ein Tennisspiel nach dem nächsten. Erst denken Trainer und Eltern, er hat ein Motivationstief. Doch als er immer weiter abbaut, kommt er schließlich ins Krankenhaus. Habe ich dann so Übungen gemacht. Ich sollte auf einer Linie balancieren und bin da immer runtergefallen. Also es war wirklich Kabarett. In seinem Kleinhirn entdecken die Ärzte einen Tumor. Er wird sofort operiert. Betroffen vom Krebs sind seine Motorik und das Sprachzentrum. Als er nach 2 Wochen Koma erwacht, kann er sich kaum noch bewegen oder artikulieren. Ich habe sehr schnell, damit abgeschlossen. Gesagt, Johnny, du bist jetzt kein Leistungssportler mehr, du hast jetzt ein anderes Leben. Also du hast jetzt ein anderes Leben, als ich gesehen habe, ich muss das Laufen erstmal lernen, ich muss Sprechen erstmal lernen. Also ich muss wieder von Null anfangen. Und klar, jetzt sage ich das hier sozusagen im einen Satz, aber das ist auch ein Prozess über 2-3 Monate hinweg. Nach 23 Chemos und Bestrahlungen mit einer Spezialkappe kämpft sich der 14-Jährige zurück ins Leben. Er lernt wieder laufen, sprechen, geht zurück zur Schule. Obwohl er oft fehlt, weil ihm dauernd schlecht ist, schafft er sogar sein Fachabi. 5 Jahre ohne Krebs, doch die heimtückische Krankheit kommt zurück. Es beginnt mit Beinkribbeln, Jonathan ist gerade 19. Erst nur die Füße und dann habe ich gedacht, die Füße, kein Problem. Und dann 3 Tage am Stück, dann, 3 Tage am Stück, kein Problem. Und so. Und dann auf einmal ging es auf einmal hoch bis zum Knie. Und dann habe ich gesagt, die Hälfte der Beine ist ja noch nie eingeschlafen. Dieses Mal hat er einen Tumor im Rücken. Jonathans größte Angst, nach der Operation querschnittsgelähmt zu sein. Alles geht von vorne los. Erst OP, dann Chemo. Sein Vater kommt zu Besuch, berührt Jonathans Beine. Und der merkt, ich spüre seine Hände ja gar nicht mehr, ich spüre das Bett gar nicht mehr. Dann unterhalb von meinem Bauchnabel ging dann gar nichts mehr. Und das war für mich eigentlich halt der schlimmste Fall. Weil ich habe ja vorher gesagt, bloß nicht im Rollstuhl. Ja, jetzt bin ich im Rollstuhl. Am Abend kommt eine SMS von seinem Freund. 4645 1540, 2 Matchbälle gegen dich. Du musst kämpfen, es ist noch nichts verloren. Und kämpfen, das kann Jonathan Heimes am besten. Er fängt sofort wieder mit dem Training an, will unbedingt wieder etwas in den Beinen spüren. Als er in der MRT-Röhre liegt, merkt er etwas. Da habe ich gesagt, sau cool, ich kann meinen kleinen Zeh wieder bewegen und so, hat mich so gefreut. Die Freude währt 3 Jahre, dann finden die Ärzte wieder Metastasen. Jonathan entschließt sich zu einer hochdosierten Chemotherapie mit Stammzellentransplantation. Eine Methode bei hartnäckigen Krebserkrankungen, die ihm alles abverlangt. Ich habe das Personal angegriffen, ich habe sie auch im Würgegriff gehabt, weil ich dachte, die würden mich entführen. Die würden mich und meine Schwester entführen. Also ich war nicht mehr Herr der Sinne über mich. Und das war halt ziemlich schwer für mich, einfach zu realisieren. Weil du gehst ja als offener, ehrlicher, lustiger Typ einfach rein. Und nach 2 Wochen warst du reif für die Klappe. Und da habe ich halt schon so einen Schock gekriegt.
Das Kämpfen hat sich gelohnt. Seit Februar gilt Jonathan Heimes als tumorfrei. Er hat ein Buch geschrieben über seine Geschichte, seinen positiven Willen. Zusammen mit Andrea Petkovic vertreibt er Motivationsbändchen. Die 2 Euro dafür gehen an den Verein Hilfe für krebskranke Kinder. Ich genieße das hier und jetzt einfach mal wieder sozusagen. Ich sage immer dazu, frei wie ein Vogel zu sein, der machen kann, was er will. Und der nicht eingeschlossen ist im Krankenhaus. Sein Wille ist immer noch der eines Hochleistungssportlers. Er trainiert täglich, will seine kaputten Nerven in den Beinen mobilisieren und wieder laufen lernen. Und tatsächlich, was kein Arzt für möglich hielt, er kann schon wieder ein paar Schritte machen, auch ohne, dass er bisher seine Füße spürt. Jonathan Heimes, ein Kämpfer vor dem Herrn, der sich auch in Zukunft vom Krebs nicht unterkriegen lassen will.